Aus einer alten Milchkanne macht Anna Aglas ein Kunstwerk mit nur wenigen Pinselstrichen. Die Kanne streicht sie vorher mit Rostschutzfarbe. Nach dem Trocknen kommt das Motiv drauf. Die Hobbymalerin sucht die Farben aus und malt. Blumen, Blätter, Tiermotive. Damit verziert die Unterweißenbacherin Milchkannen, Vasen und Möbelstücke. Diese Handwerkskunst hat sie in Kursen gelernt. Da hat es einen Baumalereikurs gegeben in Unterweißenbach. Und da bin ich hingegangen, weil mich das eigentlich mehr interessiert hat, als wir stricken und häkeln. Ja. Und da habe ich da mal einen Kurs gemacht. Und dann hat mir das sehr gefallen. Und dann habe ich vom Dachboden, da haben wir ein paar so alte Sachen oben gehabt, so wie Truhen oder so Putten, hat man früher gesagt. Und das habe ich dann ein wenig hergekriegt und habe das halt dann probiert zum Bemalen. Und es hat eigentlich ganz gut hingehauen. Die Blumenmotive hat sie aus alten Büchern gesammelt und auch geschenkt bekommen. Ich male mit Acrylform. Und bei der, das ist eigentlich eine große Schnapsflaschen, die was man immer verwenden. Und da sind die typischen Bauernmuster drauf. Kornblumen und Mohnblumen, dann Getreide und Margeriten. Das sind so typische Blumen, was man auf der Baummalerei macht. Halt. Und ja, und dass das so rauskommt, das macht man halt dann. Zuerst mache ich die Grundfarbe drauf. Und dann tut man das, halt die Schattierungen dann, wo halt mehr der Schatten, wo der Licht einfach ist, da macht man es heller, macht man es mit hell. Und wo dann der Schatten ist, macht man das ein wenig dunkel. Tut man das nachfarben und dann durch die speziellen Punkte und Sachen wird das dann so richtig lebendig. Aufwendiger als Vasen sind Möbelstücke, Truhen, Kästen und Schränke. Einige davon hat Anna Aglas bei ihr zu Hause stehen. Die ältesten Spuren der Bauernmalerei gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Räume und Möbel wurden damals mit Ornamenten aus der Pflanzen- und Tierwelt bemalt, später dann mit Figuren. Heute beherrschen nur mehr wenige die Bauernmalerei. Anna Aglas ist eine von ihnen. Die Lieblingsmotive der Unterweißenbacherin sind Blumen. Die malt sie mit viel Liebe zum Detail. Und so werden aus alten Möbelstücken Unikate.